Ja, hallo, das ist Kiffis Leben im Wohnmobil, unser YouTube-Kanal. Das ist die... Ich bin die Heike. Ja. Und das ist der liebe Thomas. Oh, liebe Thomas. Ja, slow motion, please. Ja, gut. Ja. Ab und zu auch der arme Thomas. Ab und zu auch der arme, ja. Also, es geht heute um ein sehr spezielles Thema, weil es um einen speziellen See geht. Wir haben da einen wirklich tollen See entdeckt auf der Fahrt nach Berlin. Wir kamen ja von Koblenz aus der Eifel, sind dorthin gefahren, von der Autobahn ab und haben dann so ein bisschen die Gegend erkundet. Und das war für uns ein echtes Highlight und da werden wir auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Und die Heike erzählt jetzt, glaube ich, so ein bisschen was. Das ist eigentlich ein ganz komischer See. Ja, also der See heißt Geiseltalsee. Der liegt in den zwischen Halle und Leipzig. Mhm. Und der See, den gibt es noch gar nicht so lange. Es ist nämlich eine ehemalige Tagebaugrube. Dort wurde Braunkohle abgebaut. Mhm. Und nachdem also keine Braunkohle mehr gefördert wurde, hat man sich überlegt, was kann man der Natur zurückgeben? Und dann wurde diese wunderschöne Seenlandschaft kreiert. Also die ist also auch sehr schön für den Freizeitbereich geschaffen worden und auch der Natur wurde viel zurückgegeben. Ja, also das Ganze wurde renaturiert und genau, in den und dann in den vergangenen Jahren, aber ich glaube, der Prozess ist schon ein bisschen abgeschlossen, wurde das Ganze mit dem Wasser eines Flusses, und zwar der Saale befüllt. Und das Wasser wurde vorgereinigt und mittlerweile ist das ein wirklich richtig kristallklares, sauberes Gewässer. Ja, also es ist super schön, man schwimmt herrlich drin. Es ist ziemlich groß, es ist der größte künstliche See Deutschlands. Noch, weil es bald noch einen neuen geben wird, der Ostsee. Ja, der liegt aber nicht an der Ostsee, sondern liegt auch irgendwo da. Das ist ja die Ostsee und der heißt der Ostsee dann. Und liegt auch in der Region Sachsen, Leipzig, da irgendwo in der Gegend. Auf jeden Fall im Osten. Auf jeden Fall im Osten, so. Ja, und darum geht es heute. Wir möchten euch den Campingplatz vorstellen, auf dem wir einige Tage gewesen sind. Wir möchten euch den See vorstellen und haben eine Radtour um den See gemacht und so ein paar Möglichkeiten, was man machen kann. Unter anderem gibt es dort auch das nördlichste Weinbaugebiet, Saale Unstrut. Und der Wein, den wir dort getrunken haben, der war dermaßen lecker, dass wir tatsächlich zu dem Weingut gefahren sind. Genau, und ein paar Flaschen mitgenommen haben. Und heute Abend trinken wir auch gerade ein Schlückchen Wein. Ja. Das ist ein Rosé. Ich würde sagen, wir trinken auf unsere Lotta. Das fällt immer noch schwer. Die uns kennen, die wissen, wir hatten einen Rollihund und der Schmerz sitzt schon ziemlich tief, aber mit jedem Tag wird es dann auch wieder ein bisschen besser. Ob zwischendurch hat man nochmal eine Krise. Wir haben Lotta ja bei uns in unserem Garten begraben. Wir haben ein sehr schönes Grab gemacht. Thomas wird ja auch sicherlich ein Bild einblenden. Und wir sind jetzt die nächsten Tage auch wieder da. Es wird gepflegt und Es ist immer so ein kleiner Ankerpunkt, wo wir zurückkommen und es wird alles. Aber es soll ja um den wunderschönen See gehen und um auch den Campingplatz. Ja, aber trotz allem noch mal kurz auch in Bezug auf Lotta. Also Leute, die einen Hund dabei haben, für die ist leider dieses Geiselcamp bzw. diese Badestelle da am See mit dem sehr schönen Strand nicht geeignet, weil leider Hunde verboten sind. Ja, also der Campingplatz, über den wir jetzt reden und den ich euch zeige, der heißt eben Geiselcamp und liegt grundsätzlich sehr schön mit einem tollen Ausblick über den See. Den hat man als in Anführungszeichen Normalcamper, aber eben nicht unbedingt. Nicht an allen Stellen, weil leider in den ersten beiden Reihen Dauercamper wohnen. Es sei den Dauercampern auch gegönnt, aber ein bisschen mehr Plätze für die anderen mit Aussicht wäre nett. Ja, das ist ja die Entscheidung des Betreibers und ich habe mit ihm ein kleines Gespräch geführt
Und er sagte, ja, die erste Reihe und die zweite Reihe, die haben einen tollen Ausblick auf den See und die erste Reihe soll da auch bleiben und die zweite Reihe, so im Laufe der Zeit hat er die Hoffnung, dass da irgendwann mal auch was frei wird und normale Camper auch dorthin kommen. Aber grundsätzlich, sind wir auch schon beim Thema, dürfte das gar nicht so einfach sein, überhaupt dorthin zu kommen, weil der Betreiber sagte uns, er hat also eigentlich Kapazitäten für 2 Campingplätze. Und das bedeutet für euch also schon, dass ihr euch anmelden solltet, wenn ihr dahin kommen wollt. Dieser Geiseltalsee, der wird immer beliebter und deshalb der wichtige Tipp. Und du hast eben gerade so ein bisschen Understatement gemacht, weil du gesagt hast, also man geht vom Campingplatz aus, man kriegt da einen Schlüssel, schließt ein Tor auf und geht dann ein relativ steiles Stück runter zum See. Das sind aber nur 50, 100 Meter. Das ist nicht weit. Nein, nee. Aber es ist ja eigentlich nicht nur eine Badestelle, sondern sogar ein richtiges Strandbad. Ja, es ist ein richtiges Sandstrand, sehr, sehr schön, also für Familien mit Kindern ganz toll. Und was uns jetzt auch gut gefallen hat, war, dass dieser Strand ist geteilt. Es gibt einen ganz normalen Textilstrand und es gibt einen FKK-Strand. So, ja, der ganze Campingplatz, der liegt so ein bisschen am Hang und dann muss man schon hier einen Weg runtergehen, um ans Wasser zu kommen. Dafür bekommt man an der Rezeption auch einen Schlüssel, um dann hier an den Strand zu kommen. Der Strand an sich, denke ich, der ist öffentlich. Ja. So, und damit ihr jetzt hier Bescheid wisst, Hunde sind an dem öffentlichen Strand nicht erlaubt, aber Pferde auch nicht, ne? Also euer Pferd dürft ihr hier nicht ausführen an dem Strand. Heike schließt auf. Sesam, öffne dich und dann sind wir an dem schönen Strand. Das ist übrigens ein Bergbau-Rückbaugebiet oder sowas. Und dann sieht man mal, was man aus so einem Baggersee und Bergbau eigentlich machen kann. Ist so eine gute Idee, ne? So, das ist dieser schöne Strand. Und ich darf aber jetzt nicht ganz zu der anderen Seite schwenken, weil, schaut mal hier, da oben steht FKK-Strand, fotografieren verboten. Und daran halten wir uns natürlich. Also, dann stelle ich jetzt mal schön die Kamera ab. Ja, my home is my castle. Die Dauercamper lassen sich richtig was einfallen und investieren ordentlich. Ja, wie gesagt, wenn man hier so einen Ausblick dann hat aus Wasser, ist das eine feine Sache. Und das hier, das ist eine Dauercamper-Villa. Cool, ne? Ja, hier hört man auch den Musikgeschmack der Reinemacherfrau und ja, es klingt alles. Musik motiviert also, schön sauber zu machen. Auch bei den Toiletten gibt es nichts zu meckern. Mischerbatterie, die Dusche kommt von oben, keine Handbrause dabei. Nicht so 100% optimal, aber alles sauber und gepflegt. Ja, das Chemieklo kann man hier entsorgen. Das geht sehr einfach und eine gute Anlage. Ja, hier kann man spülen. Das Wasser wird schön heiß. Es kommt auch genügend Wasser in einer ausreichenden Menge. Die Straßen hier sind auch breit genug. Und wenn man dann ankommt oder abfährt oder zwischendurch mal ver- und entsorgen muss, kann man das hier ganz gut machen. Wie gesagt, da hinten ist die Chemietoilette. Dann gibt es eine extra Frischwassersäule. Hier ist der Sanitärbereich. Was hier wirklich ein bisschen nervt, ist, dass gerade in den Zeiten, wenn man morgens duschen gehen will, hier meistens sauber gemacht wird. Es gibt um den See herum eine unzählige Anzahl von Badestellen, die man mit dem Fahrrad bzw. auch zu Fuß gut erreichen kann. Und das ganz Tolle an dem See ist, man kann komplett um den See mit dem Fahrrad fahren. Und das ist dieser Fahrradweg um den See, das ist kein Fahrradweg, das ist eine Fahrradstraße, ein Luxusfahrradweg. Ein paar Stellen, wo unten der Asphalt, also der ist asphaltiert, wo der Asphalt kaputt war, der war weiß markiert.
Ja. Also so, dass man also wirklich nicht so schnell, sicher ist und nicht so schnell da drüber fährt, ja, und nichts passieren kann. Ja. Wir haben ja natürlich auch zu diesem Fahrradweg einen Beitrag gemacht. Und ihr seht dann auch die Bilder von den beiden Marinas, die es dort gibt, und ebenso zusätzliche Impressionen. Ja, ein Fahrradweg rund um den See, und es gibt noch zwei weitere Seen, wo auch solche Fahrradwege direkt am See entlang führen, und das ist ja fast schon eine Fahrradautobahn, ne? Richtig toll gemacht. Können wir in Westdeutschland nur von träumen. Wirklich schön. Also, tolles Revier, auch als Bootsrevier. Es gibt immer wieder so kleine Sandstrände oder Strände, wo man sich mit dem Boot dann hinlegen kann. Nett, sagt der Thomas in solchen Fällen. Das sind originelle WCs, ne? Oder? Kriegt man fast schon Lust, Pipi zu machen. Ja, Leute. Schön. Sehr, sehr schön, oder? Nachdem die Natur geplündert wurde, wurde der Natur, ja, etwas zurückgegeben. Ja, dann ist ja ein. Dann sieht man, ja. Im Braunkohlerevier sind auch Dörfer zum Opfer gefallen. Ich meine, die Leute, die da gewohnt haben und die jetzt hier eigentlich nur noch mit dem Schnorchel oder mit der Tauchflasche ihr Haus erreichen, für die ist das nicht so schön. Vorkaufsrecht gehabt für die Grundstücke da. Ah, das kann natürlich sein, dass die da so entschädigt worden sind. Nehme ich fast an, weil da sind wirklich einige schöne neue Häuser rund um den See, die oft Ferienwohnungen sind und ja, wirklich Pool-Position, noch mit Strand dabei und allem möglichen. Pipapo. Da sind wir was zu spät gekommen. Also für die Touristen, hier wird schon was getan. Da hat ein Bootsverleih. Sieht aus wie so ein Riesenreifen. Mit dem Motor. 5 PS, schätze ich, hinten dran. Kann man auch durch die Gegend düsen. Man sieht hier, in dem Wasser macht es also wirklich Spaß zu baden. Das Wasser ist wirklich ganz hervorragend. Ganz hervorragend sauber. Steil, ja. Ist ja fast steiler, und das hier ist der Weinberg am Geiseltalsee. Den probieren wir mal. Also. Ja, nach, oder? Der Tour haben wir uns das aber verdient. Meinst du? Heute? Ja. Ja? Aber erst Wasser, 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 Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Gut. Wasser. Und da unten laufen Bullen rum. Da war eben ein Schild, Achtung, Lebensgefahr. Sieht ein bisschen spanisch aus, oder? Ja. Was da oben steht. Schönste Weinsicht 2020. Ja, und jetzt auch schönste Weinsicht 2022. Oder? Ja. Und eine Seebrücke gibt es hier. Und die Kittys machen sich ein Späßchen daraus, von hier ins Wasser zu springen. Oh, Heike ist weit voraus. Da war wieder eine schöne Badestelle, die wir genutzt haben. Also, wir machen einen Duathlon zwischen aus Schwimmen und Radfahren. Also, genial. Also, das ist ein Blümchentag. Das sind besonders schöne Tage auf unserer langen Reise durch Europa. Hier an diesem Geiseltalsee. Und wenn jetzt auch der Wein noch schmeckt, hier sitzt man wirklich toll mit einer kleinen Bühne da vorne. Ist leider nur am Wochenende auf. Und ja, leider haben wir heute, glaube ich, Donnerstag. Von daher, ja, Pech gehabt. Der See ist wunderbar geeignet für Freizeitwassersportler. Mhm. Also man kann sein Stand-Up-Paddle benutzen, man kann segeln auf dem Boot. Motorboote haben wir gesehen. Ja, Hausboote. Und ja, und man kann sich ein Wasserfahrrad leihen. Das fand ich total, ja, cool. Und es gibt eine Hausbootsauna, gell? Das gefällt dir doch gut als Saunierin. Ja. Das Ganze wird sich touristisch auch noch weiterentwickeln, weil seitdem der See befüllt worden ist, das ist noch gar nicht so lange
her, dauert ein paar Jahre, hat sich, seitdem der See voll ist. Ja, das wird sich in den kommenden Jahren noch deutlich weiter entwickeln. So ein bisschen Fuchshase, also sagen sich Fuchs und Hase, gute Nacht, ist es schon noch, denke ich. Also Halligalli, da muss man schon mal so 40, 50 Kilometer fahren. Es ist eher was, würde ich sagen, für Familien mit Kindern und für Senioren, die gerne wandern, spazieren, ja, aber auch Fahrrad Menschen fahren. Gerne Fahrrad, du kannst. Ja, also, ja, also jüngere Leute, weiß ich, ja. Doch, da waren doch auch, also auf dem Campingplatz waren eigentlich alle Altersgruppen. Ja, ja. Erstens, weil du Sport machen kannst, sehr viel Sport. Ja, das stimmt. Gut, dann ja, aber vielleicht, das mal nein, gestrichen, aber vielleicht fahrt ihr da einfach mal vorbei, weil es liegt ja einfach relativ günstig, ne? Also nicht weit weg von der Autobahn. Das ist übrigens auch so ein Ding, das machen wir ja gelegentlich, dass wir einfach mal, wir machen es eigentlich relativ häufig, einfach so von der Autobahn abfahren und gucken dann so ein bisschen Landschaft. Und auf die Art und Weise haben wir auch diesen Geiseltalsee gefunden, den wir nicht mehr missen möchten und wo wir, wenn wir jetzt in Berlin unsere jüngste Tochter besuchen, sicherlich auch öfter mal stoppen werden. Und wir haben so viele Gewässer, auf dem Weg nach Berlin gefunden, dass wir daraus noch einen kleinen Extra-Beitrag machen. Wir wussten gar nicht, dass es in der Gegend so viele schöne kleine Seen gibt und auch schöne Ortschaften, ne? Ja, die ganze Gegend ist eigentlich sehr schön, da in diesem Werra-Saale-Unstrut-Gebiet. Unstrut. Unstrut. Wir kriegen eine Reaktion, denke ich, vielleicht von einem Unstruter oder Unstruter, der uns das sagen wird, wie das ausgesprochen wird. So, ja. Und jetzt dürft ihr euch schon, ja, freuen, wenn ihr möchtet, auf den Beitrag über ein paar andere Seen, Baggerseen und Gewässer. Wir sagen gemeinsam Tschüss, macht's gut, bis dann, ciao, ciao. Ciao.